Heilung, Manifestation, Kreation, Gott, Kraft, Gott, Power, Divine Design, das ganze Wissen, was uns zur Verfügung steht, um ein geniales, geiles Leben für uns zu kreieren, aus uns heraus, ganz allein wir sind Kraft, Powerhouse, Schöpfer, Portal, Aktivator, Energiekreator von allem, was ist. Von allem, was ist. Es ist alles. Neville Goddard sagt, Kreation, Schöpfung ist beendet. Das heißt, alles ist schon erschaffen. Alles ist schon fertig. Es gibt unendlich viele Kreationen. Das heißt, es gibt unendlich viele Realitäten, in die wir einsteigen können. Aber wir können nur einsteigen, wenn wir wissen, wie. Wie steige ich in eine Filmrolle ein? Wie steige ich in ein Skript ein? Wie spiele ich das Leben, das Spiel des Lebens? Wie steige ich ein in eine Realität, die mir nicht bekannt ist, die ein weit entfernter Wunsch ist, die so ist, wie ich es noch nie gesehen habe? Weil das ist genau das, wonach wir uns sehnen. Wir sehnen uns nach etwas, was wir nicht kennen. Wir sehnen uns nach einer Realität, die wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Und wie sollen wir da einsteigen? Und der einzige Weg, in eine unbekannte Realität einzusteigen, ist, dass ich selber in mir das Gefühl der erfüllten Realität generiere. Ohne dass ich weiß, wie sie genau aussieht. Ohne dass ich weiß, wie die einzelnen Wege, Realitäten, Sprünge, Bridges, Birds before Land, wie Neville Goddard sagt, ohne dass ich weiß, wie es dazu kommt. Und das ist das Größte, die größte Herausforderung, dieses Vertrauen aufzubauen. Faith, Trust in das Ungesehene, in das Unbekannte. In diesem Zustand zu bleiben, ohne zu zweifeln. Und das ist für unseren menschlichen Verstand so unglaublich schwer. Es ist so unglaublich schwer, etwas zu glauben, was ich nicht gesehen habe. Ich glaub's erst, wenn ich sehe. Kennt ihr diesen Spruch? Ich glaub's erst, wenn ich sehe. Und dann sehen wir es nie. Und dann glauben wir es nie. Weil es eben andersrum funktioniert. Ich glaube es und dann sehe ich es. Aber in uns gibt es so viel Widerstände gegen genau dieses energetische Denken. Es ist ein energetisches Denken. In Energien zu denken bedeutet, in Ungesehenem zu denken, weil Energie kann ich nicht sehen, wenn sie entsteht. Aber ich kann sie spüren. Ich kann Energie spüren. Ich kann jede Energie spüren. Und ich weiß, je nachdem, welche Energie ich gerade spüre, weiß ich, in was für einer Art von Realität ich mich gerade befinde. Und das ist
so eine wichtige Erkenntnis, weil ich kann immer in Energien, die mir bekannt sind, einsteigen und dann meine bekannten Denkmuster abfahren. Weil das ist das, was wir gelernt haben, was wir unser ganzes Leben gemacht haben. Ich habe Videos gemacht über, dass wir die Reflexion quasi imprinted haben unserer Mutter, dass wir imprinted haben unsere Mutter, unser Mutterverhalten, unsere Mutterenergie überall wieder aufzunehmen, da anzudocken, weil das ist das, was uns hier als Mensch geprintet hat, als Mensch gesagt hat, das ist das, was du suchen musst, das ist das, wonach du streben musst. Alles, was sich anfühlt, bekannt anfühlt, aber es ist bekannt, mutterbekannt anfühlt. Und viele, sehr viele von uns haben kein gutes Gefühl wirklich ihrer Mutter gegenüber. Selbst wenn sie sagen, ja, ich habe ein gutes Gefühl mit meiner Mutter, ich habe ein gutes, besser gesagt, ich habe eine gute Beziehung mit meiner Mutter, es ist immer so ein zweigespaltenes Schwert. Weil ich habe noch niemanden kennengelernt, der nicht gewisse Dinge an seiner Mutter ablehnt. Niemanden habe ich bis jetzt gehört, der sagt, meine Mutter ist perfekt. Jeder hat Aspekte, wo er sagt, das nervt mich an meiner Mutter, das mag ich nicht an meiner Mutter, das mag ich nicht und das stört mich. Ich komme zwar einigermaßen damit klar, wir haben soweit ein ganz gutes Verhältnis, aber wenn ich mir vorstelle, dass meine Mutter und ich, wenn dass wir eins sind, dass wir dieselbe sind, nee, das will ich nicht. Also ich will nicht so sein wie meine Mutter. Ich will nicht so sein wie meine Mutter. Und genau da, in diesen Bereichen, liegt der Hund begraben. Weil ich da Facetten von mir ablehne. Facetten von mir ablehne, wo ich nicht in der kompletten Annahme bin, dass es gut ist, dass ich gut bin. Weil ich kann im Reflexionsgesetz, im Spiegelgesetz, ich kann meinen Spiegel nicht verändern. Das heißt, auch nicht durch Ablehnung meines Spiegelbildes kann ich Veränderung schaffen. Wenn ich also meine Mutter sehe, sei es von meinem geistigen Auge und in Wahrheit oder andere Menschen, in denen ich eben genau die gleichen Dinge wiedergespiegelt bekomme, die ich an meiner Mutter nicht mag, dann heißt das für mich, ich muss nach innen gehen und dafür sorgen, dass ich genau diese Dinge nicht mehr im Spiegel sehe. Ich sehe es nicht mehr. Ich sehe keine Ablehnung. Ich sehe keine Negativität. Ich sehe keine Intoleranz. Was auch immer es ist, was ich in meiner Mutter oder sonst überall in Menschen immer noch suche. Und am besten findest du das heraus, was da noch ist, ist, indem du ganz ehrlich zu dir bist und schaust, Social Media durchscrollst, dein Leben durchscrollst, dein Umfeld durchscrollst, die Menschen, mit denen du zu tun hast, durchscrollst und sagst, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Hier sehe ich fake Leute, hier sehe ich manipulative Leute, hier sehe ich Abzocker, hier sehe ich Unehrlichkeit, hier sehe ich was auch immer.
Und das Fatale daran ist, wenn du das siehst, egal in wem, ist es dein Spiegel. Du siehst immer noch Unehrlichkeit. Du siehst Hinterhältigkeit, Menschen, die nicht aufrichtig sind, Menschen, die lügen, Menschen, die betrügen, Menschen, die nicht zuverlässig sind, Menschen, die dich verlassen, Menschen, die nicht hinter dir stehen und so weiter und so fort. Und all das kannst, wenn du das nicht haben willst, musst du nach innen gehen und dich verändern. Dich verändern, dass du anerkennst, dass du genau das bist, was du im Außen sehen willst. Ehrlich, liebend, zuverlässig, großartig, gewollt, gewünscht, was alles. Versorgt, erfolgreich, reich, beschenkt, immer wieder beschenkt, großartig, in einem Wort göttlich, göttlich. Und wie kannst du glauben, dass du göttlich bist, wenn du doch als Mensch geboren bist? Wenn du als Mensch geboren bist mit einer Geschichte, wo du eben genau das erfahren hast, diese ganze Ablehnung, diesen ganzen Widerstand, diesen ganzen Schmerz, all das, wie kannst du das vergessen? Das war ja da. Das ist ja in deinem Körper gespeichert, das ist in jeder Zelle gespeichert und das ist das, was du glaubst. Aber es ist eigentlich gar nichts gespeichert, weil in Wahrheit bist du rein. Wenn du nicht glauben würdest, dass alles in deinem Körper gespeichert ist, dann wäre da keine Speicherung. Weil du bist der Speicher, du bist das, die Seele, das Innere, du bist das Denken, du bist die Ansicht, du bist die Annahme, du bist die Überzeugung von dem, was du im Außen siehst in deinem Leben. Und wenn du die einzige Überzeugung bist, genau solche Sachen wie es ist in meinem Körper gespeichert, in meinen Zellen, in meinem Unterbewusstsein. Ermächtig dich. Das sagt dir immer wieder, ich bin mein Körper. Ich muss gegen meinen Körper, ich muss gegen meine Zellen, ich muss gegen mein Unterbewusstsein, ich muss gegen meine Programmierungen kämpfen. Weil ich bin ausgeliefert. Aber wenn du diesen Sprung machst in die Erkenntnis deines God-Self, deines Divine Design Self, deines energetischen Selbst, deiner Seele, deiner wahrhaftigen Seele, ohne Psyche, nur deiner Seele. Deine Seele ist deine Energie, deine göttliche Energie. Wenn du diesen Sprung machst, dann erkennst du, dass nichts gespeichert ist, sondern dass alles nur eine Möglichkeit ist, eine Realität, ein Potenzial, in das du eintreten kannst oder nicht. Ein Potenzial, ein Seinszustand, eine Realität, eine Dimension, eine Energie, in die du eintreten kannst oder nicht. Nichts auf dieser Welt zwingt dich einzutreten oder nicht. Und genau darum geht's, das so, so tief zu verinnerlichen, dass ich das Portal bin. Ich bin das Portal. Ich bin die Tür. Nichts kann mich zwingen, durch eine meiner Türen einzutreten oder eine Tür zu öffnen. Oder eine Tür zu sein, zu einer Realität, die ich nicht möchte. Weil ich das Portal bin. Weil ich bin das Portal. Es gibt kein anderes äußeres Portal, das für mich eröffnet worden ist oder für mich eröffnet werden muss.
sondern ich bin das Portal, ich bin völlig autonom, ich bin völlig souverän als das Portal. Aber das muss ich erstmal erkennen, dass es keine äußeren Umstände, Kräfte, Denkweisen, Zusammenhänge, Logiken geben kann, die mich entmachtet. Das Gesetz der Reflexion, das Spiegelgesetz, das Gesetz der Annahme, das Gesetz der Anziehung, die hermetischen Gesetze, die erzählen mir immer nur, wie meine Energie wirkt, was passiert. Und ich erzähle dir, warum das passiert, wieso du diese Dinge reflektierst, weil du an falsche Zusammenhänge, sprich falsche Gesetze glaubst. Weil du tatsächlich dran glaubst, dass da draußen eine Energie, ein Umstand, eine Person ist, die dich verletzen kann. Oder die du ablehnen musst, weil sie dich verletzt hat. Weil du das halt tatsächlich glaubst. Und dann wirst du das weiter und weiter und weiter so machen. Weil du glaubst, dich schützen zu können durch Ablehnung. Weil du glaubst, dich schützen zu können durch Wut oder durch Aggression. Weil du falsch informiert bist. Weil du falsch informiert bist über dein Wirken, über das Prinzip der Schöpfung durch dich, über dein Sein, über dein göttliches Sein, über dein Divine Design, das sich so auswirkt, dass du alleine die Tür, das Portal bist in jede Realität, die es nur gibt. Und du kannst dir vorstellen, dass es unendliche Realitäten gibt. Es gibt unendliche Realitäten. Und da loszulassen und zu sagen, die Realität, in der ich lebe, entsteht aus meinem göttlichen Design. Ich verlasse die menschliche Welt. Ich verlasse tatsächlich die menschliche Welt. Das heißt, ich verlasse das menschliche Denken. Ich verlasse menschliche Zusammenhänge, ich verlasse menschliche Begründungen. Ich verlasse die physische Welt, ich denke nicht mehr in Rückschlüssen aus der physischen Welt. Ich denke nur noch in der Energie, und zwar in der Energie, die ich haben will, die ich fühlen will, die ich sehen will. Und dazu muss ich mir ganz klar machen, wie ist denn das, wenn ich nur noch das sehe, was ich wirklich sehen möchte? Wenn ich nur noch das in mir fühle, was ich fühlen möchte? Dann ist der Schlüssel dazu, dass ich das über mich selber fühle. Ich fühle es über mich selber. Ich fühle über mich selber, dass ich komplett, absolut okay bin. Ich fühle mich so gut. Ich habe so gute Ansichten über mich selber. Und dazu muss ich in dieses God-Self, in dieses Divine Design Self, in mein göttliches Sein einsteigen. Und ein Seinszustand generiert sich durch Gedanken und Ansichten und Überzeugungen. Und dies ist ein Konzept, ein absolut wasserdichtes Konzept, das funktioniert. Es funktioniert immer. Annahmen, Gedanken, Ansichten, Überzeugungen sind ich. Ich bin meine Annahmen, ich bin meine Gedanken, ich bin meine Überzeugungen, ich bin meine Ansichten. Und dieses Ich Bin wird mir im Außen gespiegelt und gezeigt. Und dieses Ich Bin muss ich anerkennen als absolut rein,
rein, ohne Geschichte, ohne Geschichte, ohne Fehler, ohne dass irgendetwas mich beschmutzen könnte. Nichts kann mich beschmutzen. Auch meine alten Gedanken, meine alten Vorstellungen, meine alten Erlebnisse, meine alten Fehler, meine alten Fehlinterpretationen, meine alten Reflexionen. Nichts von dem macht mich schmutzig. Nichts von dem nimmt mir meine göttliche Reinheit. Außer ich lasse mich beschmutzen. Außer ich erzähle mir, ich bin beschmutzt. Außer ich erzähle mir, etwas ist nicht mit mir in Ordnung, ich habe Fehler, ich muss was ausbaden, ich muss dafür bezahlen, ich muss lernen und ein Lehrgeld bezahlen, ja? Ich muss einen Preis bezahlen. Einen Preis, der von mir nimmt. Einen Preis, der mich schmälert. Einen Preis, der mich rausnimmt aus meiner Reinheit, aus meinem göttlichen Selbst, aus dem, was ich wirklich bin. Das ist so ein krasses Denken in meinem Kopf. Ich muss den Preis bezahlen. Nein, ich muss nicht den Preis bezahlen. Es gibt keinen Preis. Es gibt keinen Preis zu bezahlen. Ich muss nicht einen Teil von mir verkaufen, sozusagen an den Teufel. Ich muss nicht meine Seele an den Teufel verkaufen für ein gutes Leben, sondern ich muss nur in meine Seele eintauchen und da bleiben und diese Vorstellung, dass ich irgendeinen Preis bezahlen muss oder dass ich irgendetwas verkaufen muss, dass ich irgendetwas aufgeben muss, dass ich irgendetwas respektieren und annehmen muss, um das zu bekommen, was ich möchte. Ich habe doch schon alles. Creation is finished. Schöpfung ist beendet. Es ist alles schon da. Wenn alles da ist, gibt es doch keinen Preis zu bezahlen. Wenn alles da ist und ich nur das sein muss, dass alles erlebt, aus sich heraus reflektiert, welchen Preis muss ich bezahlen? Das ist menschliches Denken, das ist Human Design. Es gibt keinen Preis zu bezahlen. Ich muss mich nicht verkaufen. Ich muss nichts tun, was mich nicht erfüllt, weil sonst bin ich im unerfüllten Zustand. Wenn ich unerfüllt bin, habe ich ein unerfülltes Leben. Dann habe ich ein Leben im Mangel. Und ich kann nicht erfüllt sein, wenn ich die ganze Zeit Preise bezahlen muss. Wenn ich die ganze Zeit dafür bezahlen muss. Wenn ich davon ausgehe, das ist der Preis. Das Leid ist der Preis. Die Frustration ist der Preis. Dass mir manche Dinge fehlen, ist der Preis. Dass ich nicht erfüllt bin, ist halt der Preis. Aber so funktioniert es nicht. Energie funktioniert anders. Energie ist immer erfüllt. Es ist immer da. Es ist immer alles da. Ich verkauf's nur. Diesen teuflischen Gedanken, diesen Mangelgedanken, diesen Angstgedanken, diesen ganzen Gedanken, die mir sagen, du bist nicht sicher, du bist nicht erfüllt. Du musst kämpfen, du musst dich wehren mit Wut, mit Aggression, mit Drohungen. Und selbst wenn ich im Außen ganz ruhig erscheine und in mir trotzdem der Tumult herrscht, die Hilflosigkeit, die ängstlichen Gedanken, die hilflosen Gedanken, die Fragen, wie kann es gehen, warum, weshalb. Diese Gedanken sind nicht aus der Erfüllung heraus. Die sind nicht aus dem Gottzustand heraus. Die sind nicht aus der Energie heraus, wo ich erfüllt bin. Sind die nicht.
Und ich weiß, es ist erfüllt. Es ist alles da. Jeder Wunsch ist mir jetzt schon erfüllt. Ich bin erfüllt, es fehlt mir nichts. Was denke ich dann? Und nur wenn ich diese Gedanken an diesen erfüllten Zustand anpasse, bleibe ich im erfüllten Zustand. In jedem Moment, in dem ich wieder in ein altes Gedankenkonstrukt, ein altes Denken, in alte Ansichten aus dem menschlichen Design falle, falle ich aus Gott, falle ich wieder. Der gefallene Gott, der gefallene Engel, falle ich wieder raus. Und das muss ich verstehen, damit ich die Arbeit tun kann. Und zwar in einer absoluten, konsequenten Sturheit, die mich tatsächlich durch ein erfülltes Leben trägt. Nur dieser Mindset, nur dieses Selbstkonzept, nur dieses Lebenskonzept, nur diese göttliche Ansicht, nur dieses göttliche Denken, nur diese Vorstellung, dass ich absolut autonom das Portal darstelle, zu allen Realitäten. Und dass ich jeden Moment die Wahl habe, dass ich aber wählen kann. Ich kann sagen, ich wähle meine erfüllte göttliche Realität. Ich habe die Wahl. Es ist alles zur Verfügung, aber ich habe die Wahl. Und wenn ich die Wahl getroffen habe, muss ich bei der Wahl bleiben. Und das bedeutet natürlich, dass sich mein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Wenn ich bei dieser Wahl bleibe, dass mir Erfülltheit, ein erfülltes Leben, ohne Schmerz, ohne Angst, ohne Wut, ohne Trigger zusteht, dann muss ich bereit sein zu sehen, wie sich alles in Erfüllung wandelt. Und das bedeutet riesengroße Veränderungen. Und wenn du nicht bereit bist, wenn du diese riesengroßen Veränderungen nicht willst, dann wirst du dich nie so konsequent auf diesen Weg begeben. Solange du nicht bereit bist, den einen Fuß, der noch dich mit deiner Vergangenheit, mit deinem menschlichen Design, mit deinen Schmerz mit deiner Identität aus der Vergangenheit, mit deiner Identität, die deine Mutter reflektiert hat. Solange du noch diesen Fuß da drüben drin hast, kannst du dich tot bemühen. Das wird nicht rauskommen, weil es ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Vollkommene Erfülltheit oder ein Leben, wo Mangel herrscht. Egal wie viel Mangel, egal was dir fehlt. Es kann dir nichts Großes fehlen, aber wenn dir nur ein kleines Stück fehlt, bist du nicht erfüllt. Wenn dir nur 1 Euro fehlt, nur 1 Euro, bist du schon da drüben? Bist du nicht erfüllt? Wenn dir nur eine Entschuldigung fehlt, wenn dir nur eine Klarheit fehlt, bist du nicht erfüllt. Du kannst nicht auf 2 Hochzeiten tanzen. Du musst dich entscheiden, wer du bist, als wenn du dich siehst, ob du Gott reflektieren willst. Oder einen Menschen, der irgendwo noch einen Mangel oder einen Fehler oder einen Schmerz oder eine Verletzung in sich trägt. Es muss alles raus. Aller Mangel, aller Schmerz, alle Verletzungen. Deine ganzen alten Reflexionen, alle alten Realitäten musst du hinter dir lassen können, damit du in die neue Realität eintreten kannst, 100%. Das ist der Weg. Das ist der Weg zur Heilung.
Das ist der Weg zum Traumleben. Das ist der Weg zur Erfüllung. Das ist der Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Das komplette Sterben, das komplette Aufgeben deiner Human Design Mentalität, deines Human Designs. Bist du bereit dazu, allen Schmerz sterben zu lassen? Bist du bereit dazu, deine ganze Vergangenheit sterben zu lassen? Bist du bereit dazu, das auch in deinen Outpushen sterben zu lassen? Den Leuten nicht mehr deine alten Ansichten in ihnen zu sehen. Bist du bereit, neu zu werden? Bist du bereit, den Weg hundertprozentig zu gehen? Dann kann ich dich einladen in mein zweimonatiges Programm, das Portal, das am 4.6. startet. Super tief, super intensiv, super klar, genau in die Richtung, genau zu dir, zu deiner Erfülltheit, zu deiner Macht, zu deiner Kraft, zu deiner Liebe, zu all dem, was du bist, in Wahrheit. Und nicht mehr zu dem menschlichen Design, was auch existiert. Was auch existiert. Es existiert alles. Du kannst alles wählen. Du kannst alles auswählen. Du kannst jede Realität, jeden Seinszustand, jedes Gefühl, jeden Gedanken kannst du auswählen. Aber jetzt ist es wichtig, dass du aus einer Position heraus wählst, die das kreiert, das reflektiert, was deine Wahrhaftigkeit ist. Dein göttliches Design, dein Gottsein, dein Divine Design. Das ist der Weg. Wenn du jetzt hier bist und dieses Video hörst und denkst, wie soll es gehen, wie soll es gehen? Ich habe Manifestation und alles und 100.000 Lehren, 100.000 Programme, 100.000 Ansichten schon gehört. Es gibt nur eine einzige Wahrheit. Es gibt nur eine einzige Wahrheit. Es gibt nur ein einziges Prinzip der Schöpfung. Es gibt nur ein einziges Prinzip und das ist dieses Prinzip, dass du alles bist. Und dass du alles in dir entstehen lassen kannst, respektive, dass alles schon entsteht, aber dass du diese Wahl triffst. Entsteht Göttliches in deiner Welt oder entsteht Menschliches in deiner Welt? Und das ist die höchste Form der Manifestation, das ist die höchste Form der Kreation, das ist die höchste Form des Seinszustandes. Aber völlig ohne Spookiness, sondern nur energetisch, unbekannt, unsichtbar, in einer Welt, die nicht manifest ist, die nicht lineare Zeit hat, die nicht irgendwelche Substanz hat, die außerhalb der Göttlichkeit entstehen kann. Ich weiß, es ist höchste Schule, es ist die Schule für die, die immer noch irgendwo, egal was sie alles erreicht haben, egal wo sie jetzt im Leben stehen, im Äußeren sozusagen, in ihrem Human Design, egal wo sie stehen, wo sie immer noch das Gefühl haben, eigentlich sollte ich doch jetzt erfüllt sein, aber ich bin es nicht. Ich habe Haus, Pferd, Mann, Kinder, alles so gemacht, wie es Menschen machen sollten, damit sie glücklich werden. Aber ich bin nicht erfüllt. Ich bin immer noch nicht erfüllt. Irgendwie fehlt was. Dann komm ins Portal. Melde dich bei mir. Du hast Möglichkeit, 20 Minuten Session zu buchen mit mir. Ich habe dann einen Buchungslink. Du bezahlst 180 Euro für diese 20 Minuten tiefes Gespräch mit mir. Wenn du nachher das Portal buchst, egal zu welchem Preis, wird dir diese Session auf jeden Fall angerechnet. Wenn du sagst, nein, Portal buche ich nicht, dann bezahlst du einfach diese Session. Es ist eigentlich mega easy.
Ich bin da für dich. Ich bin da für deine Fragen. Ich bin da. Kontaktiere mich einfach. Es ist alles super easy. Mein Business ist easy. Mein Leben ist easy, weil es nicht schwer sein muss. Also, wir sehen uns. Ciao, ciao.